Am 24. und 25. Mai 2013 fand in Hildesheim die Tagung Literatur Futur statt. Organisiert wurde sie von Guido Graf und rund 30 seiner Studenten und Studentinnen der Studienfächer Kreatives Schreiben, Kulturjournalismus und Kulturwissenschaften. Was erwartest du vom heutigen Abend? Viel Spaß. Heute ist der Spaßabend. Irgendwie. Das Quiz wird, glaube ich, richtig gut. Gibt ein paar Überraschungsgadgets. Und danach Text, Drugs und Rock'n'Roll, die gehen auch immer gut ab. Ja, und danach gute Party natürlich. Wir sollen eine Veranstaltung machen zum Thema der Zukunft der Literatur. Da werden sich Hauke Hübstedt, Laura Klatt, Carla Paul, Jo Lendle, Gesine von Prittwitz und Kai Splittgerber über neue Verhandlungs- und Vermittlungsformen von Literatur und literarische vermittelnden Räumen unterhalten. Und ist das das erste Mal, dass ihr heute sowas hier veranstaltet? Mhm. Na, guck mal, da sind die Stargäste. Ja. Als wir dann gesagt haben, wir machen diese Kulturmesse nicht zu einem Land, ja, genau, sondern zu einem Verleger. Gastverleger. Also, wir machen hier keine wissenschaftliche Tagung. Es geht also auch nicht darum, bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Bestimmte Erkenntnisziele zu erreichen oder in der Art, sondern eigentlich geht es darum, also das, was die Studierenden seit Oktober 2012, seitdem wir angefangen haben, diese Veranstaltung vorzubereiten, auch immer mehr interessiert hat, nämlich in welcher Form Zusammenarbeit, Kollaboration im Bezug auf Literatur möglich ist. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Nüsse zu knacken gibt, aber ich freue mich auf Gespräch und Austausch. Ich finde es schlimm, dass ich immer der technische Techniker bin, der so viel im Internet rumhängt, so bei meinen Freunden oder auf anderen Veranstaltungen. Da bin ich immer der Einzige. Aber hier bin ich nicht der Einzige und nicht der Schlimmste. Und ich glaube, das wäre total super, dass wir mal nicht über dieses so, ist Technik schlecht oder gefährlich oder so reden müssen, weil erstmal alle so auf einer Seite sind und so eine Grundbildung haben. Das heißt, ich glaube, es wird positiver und offener und ein bisschen zukunftsgerichteter als die meisten anderen Literatursachen. Ich glaube aber, das kann ganz spannend werden. Das hängt aber natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie das Publikum so drauf reagiert. Ich habe ja die große Ehre, Juror sein zu dürfen, gemeinsam mit Katrin Passig. Und sie hat als Maßgabe festgelegt, dass die Jury, der eigentlich auch nur wir beide angehören, milde, aber ungerecht sein sollte. Und da Katrin eher für den milden Teil zuständig ist, fällt mir dann die Aufgabe des Ungerechtseins zu. Und das kann ich ziemlich gut. Insofern wird das unterhaltsam, mindestens für mich selbst. Sehr schön. Also sozusagen der Dieter Bohlen des heutigen Abends. Nee, das überhaupt nicht, weil ich versuche natürlich, dass die Teilnehmer, die dann bewertet und juriert werden müssen, dass die noch eine Restwürde davontragen. Ich weiß nicht, ob es so funktionieren wird, wie wir uns das vorstellen, aber ich freue mich sehr auf die Tabuliste und den Britzelbeauftragten, der dann die Verwendung von Tabuwörtern wie Amazon oder... was haben wir noch drauf? Kuratieren. Ich glaube, Social Reading steht auch drauf. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt. Die Verwendung dieser Wörter mit einem Britzelgerät ahnden. Der erste Abend wurde spielerisch begonnen. In einer Quizshow wurden die Teilnehmer zu wichtigen Themen des Literaturbetriebs befragt. Wer eines der vorher festgelegten Tabuwörter benutzte, der bekam ein paar Stromschläge zu spüren. Auch die vierte Frage also richtig beantwortet und Stefan Mesch entscheidet sich für Kategorie und Punkt. Statt. Die Psychokategorie, Butter bei die Fische. Das macht Spaß, 500. Butter bei die Fische, ja. 500. Mein geheimer Plan B, falls die Buchbranche doch zerbröselt. Es gibt so ein Tumblr-Meme und das heißt Screw Art, let's become hedge fund analysts. Das heißt, das scheint ziemlich beliebt zu sein und ich denke, ich würde das probieren. Der Internetversand, den wir hier ankämpfen, ist böse oder Weltverbesserung, weil... Das liegt jetzt im Ermessen der Jury, welchen Teil der Frage du beantworten musst. Und du wirst das ahnen, du musst erklären, warum Amazon Weltverbesserung ist. Ja. Ja. Amazon ist eindeutig. Ja, ich hab's gemerkt. Tabum. Okay. Die Frage ist dann...
herzlichen Dank für die Möglichkeit zur Auswahl, aber die richtige Antwort ist hier noch nicht dabei. Vor einer Woche meldete die Süddeutsche Zeitung, dass in einem südamerikanischen Gefängnis eingeführt wird eine Möglichkeit der Hafterleichterung und vorzeitiger Haftentlassung für das Lesen von Büchern. Und ich glaube, das ist das Mittel der Wahl, um die Literatur wieder dorthin zu führen, wo sie gehört. Als, in die Köpfe von Ex-Strafgefangenen. Ja, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, dass sich die Literatur selber nicht groß verändern wird. Es gibt schon seit über 10 Jahren Experimente mit Netzliteratur, die gibt es auch weiterhin. Das hat sich aber nie groß im Markt niedergeschlagen. Ich glaube deswegen auch nicht, dass sich an der Literatur etwas verändern wird, aber alles drumherum wird sich, glaube ich, verändern. Und das heißt, der Markt wird sich verändern, Leser werden anders lesen, das merkt man auch jetzt schon. Und vermutlich wird auch die Art, wie Autoren sich am Markt positionieren, sich ganz stark ändern. Ich bin Laura Klatt, ich komme aus Berlin und ich veranstalte in Berlin szenische Lesungen in unterschiedlichen Wohnungen und habe verschiedene Lesereisen rein. Und morgen bin ich hier mit Hauke Hübstedt im Gespräch. Genau. Und schreibst du selber? Nee, das nicht. Nee. Also ich habe wahnsinnig Spaß daran, Möglichkeiten zu schaffen, dass Leute irgendwo lesen und Literatur vermittelt wird. Selber schreibe ich aber nicht. Nee. Wie es sich für so eine ordentliche Tagung zum Thema Literaturvermittlung gehört, haben wir jetzt eine Lesung organisiert. Aber es ist schon eine etwas andere Lesung, weil Live Poetry mit Text, Drugs und Rock'n'Roll. Wie unschwer hinter mir zu erkennen, funktioniert es so, dass zwei Leute gegeneinander Texte schreiben, für uns live hier erstellen und wir hinterher beurteilen, ob diese Texte in irgendeiner Weise irgendwie gelungen sind. Zugegeben, es war die langweiligste Superheldenfähigkeit aller Zeiten, aber sie war effektiv. Leider fiel ihm dazu nichts ein und so konzentriert er sich mehr darauf, Future Marcy zu töten. Reicht das, wenn ich Melmark erwähne, oder muss Alf wirklich schon vorkommen? Naja, etc. Da es sich bei dem roten Bildschirm tatsächlich um ein Symbol für Bayern München handelt, erkläre ich diese Runde für an Marcel gehend. Damit haben wir ein faires Unentschieden erreicht und bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es gibt jetzt noch Getränke und viel Feierreich im Foyer. Am zweiten Tag folgte ein abwechslungsreiches Programm, bei dem alle Gäste zu Wort kamen. Da wir einige Funkstrecken haben, wäre es günstig, die Telefone auszuschalten. Natürlich die Leute, die Smartphones haben, die lassen sie bitte an. Schließlich soll getwittert werden die ganze Zeit. Man sieht hier die Twitter-War. Und das Ganze beginnt mit einer Soundlecture von Johannes Ismail Wendt. Er ist Professor für systematische Musikwissenschaft und Musiksoziologie hier an der Universität Hildesheim und hält Soundlectures, in denen er seine Tätigkeiten als Wissenschaftler und Live Drum Machine, wir haben uns für Machine entschieden, verbindet. Was verschwindet in der Zukunft? Was verschwindet in die Zukunft? Wer braucht Zukunft? Die Idee ist eigentlich die, dass ich sage, also das Publikum ist eigentlich fähig, mehrere Sachen gleichzeitig wahrzunehmen. Und dass der Sound das illustriert, was ich erzähle, und umgekehrt das, was ich erzähle, den Sound illustrieren kann oder dem Sound helfen kann,
nachvollzogen zu werden. Also, mein Ziel ist eigentlich, dass Menschen hören. Und wie ist das jetzt mit dem ganzen Wandel und den E-Books und so weiter? Hast du da Befürchtungen, dass das vor allen Dingen, sage ich mal, finanziell schwierig werden könnte? Weil es ist ähnlich wie in der Musikindustrie, man kommt viel leichter an die Bücher, muss sie sich nicht mehr kaufen. Ich lebe eh nicht vom Buchverkauf, also von daher kann ich da, glaube ich, nichts zu sagen. Meine Zahlen gucke ich mir natürlich auch nicht unbedingt ständig an. Natürlich kriegt man die vom Verlag, aber ich glaube, das eine, das andere ist das andere. Also jeder Schriftsteller, der von seinem Schreiben leben kann, macht das, glaube ich, primär durch nicht durch das Bücherschreiben selber, sondern durch alles ringsum. Also durch Lesungen, durch Auftragssachen, durch was man halt mit dem Schreiben noch so machen kann, Creative Writing Kurse, sonst was. Also viele, die ich kenne, die rein davon leben. Ich glaube, das Geld verdient man ja eh nicht damit. Von daher habe ich da keine Befürchtungen, auch weil ich sehr breit gefächert arbeite. Also ich mache jetzt nicht nur die Romane, ich mache noch viel ringsum. Das ist, glaube ich, ganz gut, das zu streuen. Und wenn man sagt, wir machen an Creative Writing und es geht nur noch um das Textmaterial und wir arbeiten damit, dann würde es sozusagen auch diese ganzen Rechtsbegriffe grundlegend in Frage stellen, unser Menschenbild grundlegend, was wir in unseren westlichen Gesellschaften haben, in Frage stellen. Und das finde ich eben einen sehr interessanten und grundlegenden auch zeitgenössischen Graben, der da ist, zu sagen, okay, wenn wir das machen, wenn wir alles materialhaft betrachten und mit allem umgehen, bedeutet das auch, dass wir eigentlich unser grundlegendes Menschenbild und unser Rechtssystem befragen müssen. Nicht nur darauf hin, wo sind die Grenzen des Urheberrechts, sondern wie stellen wir uns Personen vor, wie stellen wir uns das vor, was wir als Mensch und als Kunst definieren. Ich glaube, die Literaturhäuser der Städte oder wie wir sie auch nennen wollen, müssen den Städten entsprechen. Sie müssen widerspiegeln, wie die Städte sind. Und also sie müssen das ernst nehmen, wer in diesen Städten lebt. Und wenn da viele Studenten leben, dann sollte sich das im Programm widerspiegeln. Und wenn dort viele Zuwanderer oder was leben, dann ist das alles muss dort stattfinden. Es kann nicht isoliert sein. Also es kann es natürlich, aber davon gibt es genug. Also Szenen sind ja auch deswegen so langweilig, weil sie sich politisch, ästhetisch, inhaltlich immer einig sind und nur daran interessiert sind, die Bewegung, ihre Anfänge zu konservieren und irgendwie so zu überleben. Und das war das, was Hauke ja heute Morgen auch meinte, genauso ist es wie im Theater wichtig, dass auch bei Lesungen die Techniker einfach gut ausgebildet sind, es gutes Licht gibt, guten Ton gibt, dass das einfach bedacht wird und nicht einfach gesagt wird, jetzt haben wir diesen Raum und Veranstaltungen, hier Lesungen, sondern das Ganze drumherum bedacht wird dabei. Nach einer Mittagspause ging es weiter mit der Frage, wie es dann um die Zukunft der Verlage bestellt ist. Und was für eine Rolle hierbei Social Media und Self-Publishing-Autoren spielen. In jedem Sachtext, also meine Spiegel-Online-Kolumnen zum Beispiel, auch Bücher, schreibe ich immer Sätze rein, die man twittern kann. Das bedeutet Sätze, die weniger als 120 Zeichen haben, obwohl Twitter hat 140 Zeichen, aber ich möchte, dass die Leute noch Links dazu stellen können. Eine vor wenigen Wochen veröffentlichte Umfrage der Gewerkschaft Verdi behauptet, ein gutes Drittel der deutschen Autoren sei unzufrieden mit ihrem Verlag. Die Hauptvorwürfe, warum zahlt ihr so wenig? Warum macht ihr so wenig? Den Verlag von heute erreichen also zwei Stimmen. Von außen, ihr lasst mich nicht rein. Von innen, lasst mich raus. Ich kann es besser. Es gibt jemanden, der die Autoren aus dieser Not befreien könnte, die Autoren selbst. Der Verlag von morgen wird deshalb ein Verlag sein, den es bereits gibt, der Selbstverlag. Auch wenn er sich komplett anders anfühlen wird, als ein Selbstverlag, wie wir ihn kannten, radikaler. Das ist so ein bisschen die Krux, dass bei vielen Verlagsthemen, zumindest jetzt noch vor diesem ganzen digitalen Self-Publishing, man einfach es sich einfach nicht mehr gelohnt hat für die Verlage und sie gleichzeitig aber nur davon geliebt haben, dass Menschen Bücher machen wollen. Ja. Und das war dann halt von früh weg, dass wir sagen, wir bringen mehrere Leute, die eh schon in Literaturpolitik arbeiten, zusammen und sie machen dann ehrenamtlich ein Netzwerk, stellen ihre Arbeit ehrenamtlich zur Verfügung. Ich war aber so ein bisschen erstaunt, weil vornehmlich im Kreise dieser Autorennetzwerke, die bieten halt mittlerweile wirklich alle diese Dienstleistungen an. Ja, also sie lektorieren sich gegenseitig, sie entwickeln ihre Cover. Schundbüro hat jetzt neu auch einen Fotografen dabei, der professionell die Fotos macht.
Gibt es ein Fazit zu dieser Veranstaltung? Vielleicht dieses. Die Literatur wird weiterleben, aber alles um sie herum wird sich verändern. Aber dass sich Dinge verändern, ist ja nichts Neues. Zukunft ain't no new thing.